Das eine ist ja das, was ich selber ins Netz schreibe. Das andere ist, welche Fingerabdrücke, Fußspuren ich im Netz hinterlasse, wem folge ich selber, in welchen Gruppen bin ich aktiv, ich sage mal Stichwort homosexuellen Netzwerk, Selbsthilfegruppen im Netz. Was wäre so da dein Vorschlag, wie man damit umgehen soll? Wie authentisch darf man sein? Wichtig dabei ist genau die Frage, ist man authentisch genug? Fakt ist, wenn ich das Netz richtig nutzen möchte, muss ich das tagtäglich leben. Weil Social Media bedeutet Nachhaltigkeit. Wenn ich nicht nachhaltig meine Kommunikation pflege, haben meine Freunde nichts davon. Und dann entfollowen sie einen. Noch viel schlimmer, die Algorithmen rechnen automatisch aus, dass man nicht aktiv genug ist und zeigen immer weniger Beiträge von einem, obwohl man das postet. Die meisten wissen ja nicht, dass wenn man halt etwas postet, dass nur 15% meiner Freunde das überhaupt sehen. Diese Information ist ja den meisten ja gar nicht bewusst, weil Facebook will ja Geld damit verdienen. Wenn ich dann halt tagtäglich poste, dann passiert es auch, und das verspreche ich heute hundertprozentig, mir ist es auch öfters passiert, dass ich die Interessen, die ich dann halt pflege, irgendwann mal, dass diese Interessen auch sichtbar werden. Ein gutes Beispiel. Wenn ich die Interesse habe, irgendeiner Splitterpartei zu gehören oder dass ich Interesse habe, einer homosexuellen Gruppe anzugehören und ich poste immer wieder mit Homosexuellen, dann werden halt immer wieder in meiner Timeline Leute auftauchen, die auch homosexuell sind. Dann ist das total logisch und nachvollziehbar für einen Experten, der dann sieht, ja okay, der hat irgendwas damit zu tun. Wichtig dabei ist, sich selbst die Frage zu stellen, wie weit will ich eigentlich gehen und wie bereite ich vor, dass ich die Menschen, die mir folgen, auch sage, welche Interessen ich mag. Dementsprechend wäre es sinnvoll, zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit habe, dass ich 6 bis 8 Mal vorher schon mal poste und sage, welche Krankheiten es so draußen gibt und welche Krankheiten man sich mal Gedanken machen sollte, um einfach mal ein Echo mitzubekommen, wie reagieren eigentlich meine Freunde auf das Thema, um dann am Ende des Tages zu sagen, hey, sorry, ich habe auch diese Krankheit. Ja, aber trotzdem bin ich ein Mensch. Das heißt, ich brauche wirklich für jedes einzelne dieser Details ein Konzept, damit es nachhaltig und langfristig keinen Schaden für mich ergibt, sondern ich aus dem Internet profitiere. Darum geht es ja. Ich muss aus dem Netz profitieren, sonst bringt es für mich nicht, ins Netz zu gehen.